Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Blackpink TV, die erste 2023. Und heute haben wir ganz besondere Gäste da, weil es ganz ungewöhnlich ist, dass wir ein Startup da haben, aber wir haben zwei Startups da heute. Wir hatten nämlich noch nie ein Startup da. Aber das Besondere daran ist eben auch, dass es die totale Konkurrenz ist. Warum laden wir jetzt die Konkurrenz ein? Das ist verrückt, ja, einerseits, aber es gibt schon einen großen Trend und ganz, ganz gute Gründe, warum man nicht konkurrieren sollte, sondern kooperieren sollte. Und darum geht es heute in unserer Sendung, was für Vorteile es eigentlich einem bringt, wenn man mal ein bisschen über einen eigenen Tellerrand hinausblickt und ja, sich mit der Konkurrenz beschäftigt, aber nicht im Negativen, sondern sagt, hey, die haben doch eigentlich dieselben Probleme, wir haben dieselben Herausforderungen und wir haben dieselben Learnings oder andere und wir können das teilen. Und darum geht es heute. Deshalb begrüße ich die Conny und den Philipp und vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor. Ich fange an, weil du mich anguckst. Genau. Genau. Mein Name ist Cornelia Kolb, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Awesome Technologies. Wir sind ein Unternehmen mit Sitz in Würzburg und im schönen Frankenland, haben wir vorher gerade festgestellt, wo der Philipp eigentlich ursprünglich herkommt. Genau, und wir arbeiten im Prinzip an der Digitalisierung im Gesundheitswesen mit unserer Produktpalette im Bereich AMP. Ich denke, da werden wir nachher noch mal ein bisschen was zu sagen. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und auch aus dem Austausch heute. Schön. Ja, ich bin Philipp Kurz. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von der Family GmbH. Wir sind ein Startup aus Berlin und wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen und beschäftigen uns dort insbesondere mit den Themen digitale Kommunikation und digitale Arbeitsprozesse, die wir unterstützen können mit unseren Produkten. Genau, und ich freue mich auf den Austausch hier. Gibt ja viele Gemeinsamkeiten und da freue ich mich schon drauf, drüber zu sprechen. Schön, du hast es gerade schon angesprochen, die Gemeinsamkeiten. Wir haben alle drei eine Gemeinsamkeit. Wir haben dieselbe Technologie gewählt, auf der wir aufbauen. Und das hat uns so zusammengebracht, erstmal uns beide. Anfang letzten Jahres, Januar 2022, traten wir in Kontakt, als die Gematik-Verordnung rauskam und dann definiert hat oder entschieden hat, dass eigentlich alles, was im Gesundheitswesen passiert an Kommunikation, auf diesem Matrix-Chat-Protokoll basieren soll. Und das hat ja dann diese ganze Messenger-Szene so in Aufruhr gebracht und wir waren alle betroffen und auf einmal haben sich die ganzen Messenger connected und da gab es ein bisschen so zwei Felder. Gell? Das sind die einen, die so web-based Messenger entwickelt haben oder noch nicht encrypted waren oder nur in Anführungszeichen end-to-end encrypted oder halt andere Technologien ausgewählt haben und wir waren dann so die Front-Matrix Front und war natürlich auch glücklich über diese Entscheidung. Und ich glaube, jeder hat so ein bisschen selber ihre eigene Entscheidung getroffen, warum es Matrix ist. Vielleicht können wir da mal einsteigen, wie es bei euch so dazu kam, dass ihr euch für Matrix entschieden habt. Genau. Ich versuche es kurz zu machen. Okay. Wir haben nach dem Studium, also mein Mitgründer und ich sind ja beides Ärzte, und wir haben nach dem Studium gesagt, wir müssen was an der Kommunikation im Gesundheitswesen ändern. Und haben dann einfach möglichst viele Gespräche geführt, also mit hauptsächlich im Krankenhausbereich, aber auch in Arztpraxen, Pflegediensten. Und was sich immer mehr rauskristallisiert hat, war, eigentlich brauchen wir ein dezentrales Protokoll. Also jede Einrichtung braucht eine eigene Instanz, das hat einmal Datenschutzgründe, das heißt aber, hat aber auch Konnektivitätsgründe, dass man das dort jeweils anschließen kann an Nutzerverwaltungen und so weiter, die es halt schon bestehend gibt. Und diese Anforderungen haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein dezentrales Protokoll. Dann gab es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, XMPP oder Matrix. Und Matrix ist halt das deutlich modernere Protokoll und hat insbesondere halt auch eine integrierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und das waren eigentlich die Gründe, warum wir gesagt haben, um datenschutzkonform im Gesundheitswesen arbeiten zu können, müssen wir auf das Matrix-Protokoll gehen. Mhm. Super. Also ihr habt euch eigentlich, ihr habt euch ja schon weit vorher, also lang vorher entschieden. Genau, wir hatten tatsächlich, um vielleicht den Punkt noch zu machen, uns vor der Entscheidung der Gematik auf das Matrix-Protokoll zu setzen, schon mit dem Matrix-Protokoll beschäftigt oder hatten das schon im Einsatz
Und tatsächlich war es ja so, dass die Gematik auf uns zugekommen ist Genau. Und bei uns angefragt hat, ob wir sie bei dieser Spezifikation unterstützen können. Und tatsächlich haben die dann auch mit verschiedenen Messenger-Anbietern gesprochen und am Ende uns beauftragt, damit sie bei dieser, beim Schreiben der Spezifikation zu unterstützen. Und das haben wir dann auch getan. Schon in 2021 ging das Projekt schon los. Und ich finde, da haben wir jetzt gemeinsam ein ganz schönes Ergebnis geschafft, was jetzt auch die Grundlage für andere Anbieter bilden kann. Ja, super. Wart ihr von Anfang an mit dabei? Wir waren von Anfang an mit dabei. Sehr gut. Und wie war das bei euch? Bei uns ähnlich. Also wir haben bereits 2018 angefangen, letztendlich mit Matrix-Messaging-Systeme aufzubauen. Ich kann jetzt die technischen Gründe wiederholen, das waren genau die Dinge. Also es müssen irgendwie mehrere Institutionen vernünftig miteinander sprechen können. Es muss eine gute Verknüpfung mit den eigenen Systemen geben, Nutzerverwaltung, solche Themen. Und bei uns kommt noch dieser ausschlaggebende Punkt, wir machen gern Open Source. Also das war so ein Thema, Matrix in Open Source Framework, wird von der französischen Regierung teilweise verwendet, von der Bundeswehr in Deutschland. Das ist einfach ein anderer Gedanke zu sagen, schaffe ich jetzt etwas Proprietäres, was ich irgendwie dann nur für mich verwende und auch nur meinem Kunden zur Verfügung stelle, mit einem hohen Login-Effekt am besten, damit er ja gestraft lange bei mir bleiben muss. Oder mache ich wirklich Open Source und sage, das, was ich entwickelt habe, gebe ich aber auch wieder zurück. Und wir haben dann in die Community zurück ja auch wieder im Prinzip so einen kompletten Benutzerverwaltungssystem gegeben, das für das man dann ja aus der Community auch wieder zurückbekommt, ja, vielen Dank dafür und dann ist man der Community Owner. Und das ist einfach ein anderer Ansatz zu sagen, wie können wir gute Software entwickeln und natürlich im Gesundheitswesen, das passt irgendwie auch gut zusammen. Das ist nicht rein wirtschaftlich interessiert, sondern man möchte auch mit seinen Kunden gemeinsam irgendwie nachhaltig was entwickeln, langfristig. Wir kommen ein bisschen aus der Pflegeecke. Wir haben damals angefangen mit telemedizinischen Lösungen zwischen Hausärzten und Pflegeheimen und haben gemerkt, okay, wir brauchen aber auch eine Möglichkeit, da sehr schnell irgendwie leicht nutzen zu können und keiner hat diesen anderen Messenger verwendet im Gesundheitswesen, den man da so kennt und man braucht ja einfach eine gute Möglichkeit, schnell und irgendwie einfach und datensicher vor allem kommunizieren zu können und das war eine große Anforderung, die an uns herangetragen wurde und dann haben wir halt die richtige Technologie dafür gesucht, eben ähnlich und sind da bei Matrix gelandet, also das war so ein super, bisschen, wo wir herkommen. Ja, ja, wir haben, bei uns war es auch eine Technologieentscheidung und jetzt nicht auf Basis von der Gematik, sondern es kam auch hinterher erst. Wir waren zwar ein bisschen später dran als ihr, aber es war eben auch die Technologie, die uns überzeugt hat. Wir wollten hochsicher sein oder wollen hochsicher sein. Und dieser Open-Source-Gedanke, den leben wir auch. Wobei ja bei uns, und da kommen wir jetzt zu den Themen, was unterscheidet uns so ein bisschen? Weil die gleiche Technologie einzusetzen ist ja das eine, aber trotzdem hat man ja andere Zielgruppen. Ihr seid ja mehr Krankenhäuser, Ärzte, da positioniert ihr euch ja rein so im Hard-Medical-Bereich, sage ich jetzt mal. Wir sagen immer, wir sind so eher im Soft-Medical-Bereich, da seid ihr ja auch so ein bisschen. Aber wir zum Beispiel sind ja auch so komplett breit aufgestellt in Branchen, die einfach so diese Non-Desk-Employees sind, Baubranche, Logistikbranche. Deshalb haben wir auch keine Angst, uns da ja, die Butter vom Brot zu nehmen, sagen wir mal so, sondern eher uns technologisch zu unterstützen mit unserem Wissen, mit unserem Know-how, was wir gemeinsam dann auch teilen und aufbauen. Aber wie das dann nachher aussieht in der Umsetzung, wie die Usability ist, wie das Interface ist, der ganze Brand und die Ansprache, da gibt es natürlich schon große Unterschiede und ist ja auch gut, dass der Markt dann verschiedene Produkte anbietet für verschiedene Anforderungen, sage ich jetzt mal. Ja, jetzt haben wir viel geredet über die Vorteile von Matrix. Vielleicht nochmal zu euch. Wir wollen ja auch ein bisschen über eure Firma uns austauschen. Erzählt doch mal, wo ihr euch seht in der Zukunft. Was sind eure Themen? Mit was beschäftigt ihr euch im Moment? Und wo seht ihr euch, wenn ihr jetzt mal in Richtung Vision denkt? Also bei uns ist es so, dass wir dadurch, dass wir Gründer eben, ich sage es nochmal, beides Ärzte sind, ist unser Ziel, immer so nah wie möglich an die klinischen Prozesse dran zu kommen. Also wir sehen digitale Tools immer als Unterstützung für Arbeitsabläufe in Medizin und Pflege. Und deswegen denken wir immer weiter weg von der reinen, vom reinen Austausch hin zu wirklich Arbeitsabläufen. Also ich nehme mal das Beispiel, was wir jetzt an der Uniklinik Frankfurt umgesetzt haben. Dort ist es beispielsweise so, wenn die im Klinikinformationssystem, was deren Primärsystem ist, einen Patienten aufnehmen, dann entsteht automatisch über Standardschnittstellen bei uns ein Chatraum, der auch fest einem Fall in der Fallakte zugeordnet ist.
Dann werden diese ganzen Chat-Inhalte rübergespielt in das Klinikinformationssystem und können dort halt zu Dokumentationszwecken abgespeichert werden und können dann auch beispielsweise, wenn es im Nachhinein irgendwelche juristischen Auseinandersetzungen gibt, herangezogen werden, um sich dort darzustellen, warum Entscheidungen in einer bestimmten Weise getroffen wurden. Und das ist halt etwas, wenn ich einen reinen Chat habe, der nicht gekoppelt ist, das kann ich damit nicht machen. Und das sind so die Benefits, die wir sehen, wenn man da wirklich prozessorientiert Lösungen anbietet. Ja, eigentlich auch so rund um den Patient Lifecycle in dem Genau, Sinn. Man kann das so sagen, genau. Patient Lifecycle, Patient Journey, das sind so die Schlagworte, die man da hat. Und da eignet sich halt so ein Messenger-Frontend sehr gut, um Benachrichtigungen zu versenden oder auch mal schnelle Rückmeldungen einzuholen und die dann auch wieder an der richtigen Stelle im Primärsystem zurückzugeben. Ja, also totale Vernetzung. Totale Vernetzung. Ja, spannend wird es ja dann, insbesondere, das war jetzt ein Anwendungsfall rein intern, spannend wird es ja dann, wenn man wirklich auch einrichtungsübergreifend solche Themen macht. Genau. Also, ja, haben so und herausfordernd. Und herausfordernd, ja. Technologisch, also, nicht nur technologisch, da wird es ja meistens, ja, das Stakeholder-Management wird meistens, genau, schlimmer als die eigentliche Implementierung. Ja. Aber letzter Punkt, wir haben zum Beispiel so ein Thema mit verschiedenen Leitstellen, einmal die Leitstellen der Feuerwehren und dann die Leitstellen der kassenärztlichen Vereinigungen und die müssen halt miteinander Einsätze austauschen und die können dann quasi den Messenger als Frontend benutzen, um zu sagen, ich nehme den Einsatz oder nicht. Aber ich glaube, zu dem Thema, um einfach nochmal überzuleiten, ja, zu dir, Conny, vielleicht an der Stelle, ihr macht ja auch schon eine ganze Menge, glaube ich, da im Bereich einrichtungsübergreifende Kommunikation, ne? Mhm. Ja, also wir haben knapp 90 Kliniken im Prinzip miteinander vernetzt mittlerweile im Bereich der Telemedizin. Also wir kommen auch eigentlich, ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Also man muss in diesen Weg gehen, den Patient irgendwie in die Mitte zu rücken und die Prozesse für alle, die Leistung, also ist leider der Name, der dahinter steht, der Leistungserbringer am Patienten, für den muss es einfach sein, diese Leistung zu erbringen. Und das geht eben nur, wenn die notwendigen Informationen nicht ständig in unterschiedlichen Systemen rumhuschen. Und das passiert ja, wenn man eben stark nur Wettbewerb fördert und wenn man halt sagt, okay, lass uns kooperieren, ist genug da, lass uns gucken, genau, wie wir da miteinander sprechen können, dann geht das einfacher. Und das ist aber das, was man braucht. Und wir arbeiten sehr viel und das sind auch in allen Technologien, mit denen wir haben, Telemedizinlösungen, die sehr strukturierte, fallaktenbasierte Kommunikation zwischen den Kliniken ermöglicht, mit allem, was man braucht, Videosprechstunde, Datenübertragung, das ganze Thema und dann eben so ein bisschen dazu dieses Messaging-Thema, dass man auch sehr schnell und sehr einfach, unstrukturiert, eben auch außerhalb der eigenen Klinikgrenzen oder sogar außerhalb der, sagen wir, überhaupt Institutionen, in denen man arbeitet. Und dann wird es spannend, wenn es intersektoral wird. Ne? Also wenn man dann von der Klinik, wenn ein Patient kommt eben in eine Klinik, geht davon in die Reha-Klinik, braucht irgendwelche Informationen, kommt danach wieder zu seinem Hausarzt. Und das ist ja das, worüber wir uns so freuen, jetzt auch mit dem ganzen Thema Interoperabilität, dass man eben genau sich dahin bewegt. Das ist, wenn man heutzutage mehrere Ärzte aufsucht oder mehrere Ärztinnen, dann hat man halt das Thema, dass man irgendwie viel Dokumente mit sich rumzieht und irgendwie nirgendwo da irgendwie alle Informationen verfügbar sind. Wir wollen dafür sorgen, dass die an der richtigen Stelle sind. Da gibt es ja ganz viele Bewegungen, die dann damit reinfließen im Gesundheitswesen aktuell. Aber das Intersektorale auch zwischen Pflegeheim, Krankenhaus, Hebamme, also zum Beispiel spannender Bereich, Teleneonatologie, an dem wir gerade in einem Projekt auch arbeiten oder mehrere Kliniken jetzt auch miteinander verbunden haben, wo es wirklich darum geht, der Neonatologe im Maximalversorger oder im Uniklinikum oder im großen Klinikum und die Geburtsklinik in der ländlichen Region und die Kommunikation zur Hebamme. Also und wie das jetzt aktuell läuft, das kann man eben mit solchen Kommunikationstools sehr, sehr, sehr stark vereinfachen, weil alle sich einfach im selben Raum befinden und das dabei sicher ist, man nicht darüber nachdenken muss, ob man jetzt irgendwie eine Information verschicken darf oder nicht. Ja, und da können wir zumindest sicher sein, dass wir die richtige, gute Technologie gewählt, genau, haben. Ja. Ja, die Visionen, die sind da und die sind ja auch schon am Umsetzen. Es gibt schon viele Projekte, auch bei euch, auch bei uns. Aber klar, es gibt auch viele Herausforderungen. Der Gesundheitsmarkt ist, glaube ich, da sind wir uns wahrscheinlich eigentlich der schwierigste von allen. Die Baubranche ist einfacher, also aus eigener Erfahrung, sage ich jetzt mal. Da gibt es noch viel natürlich auch zu tun. Und dieses Vernetzen, wir machen das jetzt ja auch im Kleinen natürlich, wir drei. Aber das ist schon der zentrale Gedanke auch, dass man eben sagt, es gibt so viele Themen, so viele Schnittstellen. Egal, ob es das E-Rezept ist und dann die Apotheken, die Labore. Da gibt es halt so viel zu tun auch noch, dass die Arbeit auch nicht ausgeht oder dass die Verteilung auch nicht
gefährdet ist, sagen wir mal so, genau. Ja, und da kommen wir vielleicht auch schon zum nächsten Punkt, Wunsch. Was würdet ihr euch wünschen auf diesem Weg eurer Vision, wo es Unterstützung vielleicht bedarf oder wo es halt einfach noch Herausforderungen gibt, wo man den Weg schneller, einfacher ebnen könnte für uns alle? Ja, ich kann gerne wieder starten. Oder. Ich mache gerne. Ich will mich aber nicht vordrängeln. Ja. Nein, alles gut. Du bist ja jetzt der Hahn im Korb. Wir sind ja zwei Frauen. Da müssen wir und so weit hergereist. Aus Berlin. Ja. Nein, also der größte Wunsch, den ich eigentlich habe, ist ein bisschen mehr Pragmatismus. Ich wünsche mir, dass man Dinge auch einfach mal macht. Also wir zerreden da in der Gesundheitsbranche Dinge bis zum Umfallen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in Gesprächen mit Datenschutzbeauftragten verbracht habe, obwohl wir ja schon von der Sicherheit her wirklich nicht mehr viel machen können. Richtig. Aber da gibt es trotzdem immer noch die Anforderungen und jene Anforderungen. Da muss ich den noch fragen und hier noch nachfragen, bis man da ins Doing kommt, bis man da mal wirklich was umsetzt. Das dauert alles ewig. Und da würde ich mir wünschen, dass in der Gesundheitsbranche die Leute einfach mal sagen, hey, komm, wir machen das jetzt einfach mal und dann können wir immer noch im Verlauf die Schwächen analysieren und die auch dann umsetzen. Aber hier wird ja, bevor man loslegt, alles schon komplett durchdacht und totgedacht, sodass man da viel Potenzial auch liegen lässt. Und da würde ich mir das einfach wünschen, dass die Leute ein bisschen pragmatischer und ein bisschen schneller auch mal Entscheidungen treffen. Gerade so im Innovationsbereich, dass man mehr Risiko fährt, weil vieles ja auch nicht definiert ist. Da werden Technologien eingesetzt, die sehr jung und neu sind. Und dann muss man halt auch mal ein Risiko eingehen. Das fehlt absolut, ja. Aber das ist vielleicht auch so ein deutsches Thema. Und in anderen Ländern ist man da kommen die Gesetze immer hinterher und erstmal probieren und das ist schon. Da gibt's also, das scheint aber schon länger ein deutsches Problem zu sein. Ja. Ich höre gerade ein Hörbuch über einen Philosophen aus dem 18. Jahrhundert und der hat es schon gesagt. Der deutsche Perfektionismus ist ein Riesenproblem. Ja, aber der fällt uns irgendwann mal bald auf die Füße. Ja, ist halt das Thema, man kann viele Dinge dann doch auch nur bis zu einem gewissen Grad theoretisch durchdenken und irgendwann muss man sie mal probieren und dann stellt man fest, für die Person oder hier funktioniert der Prozess so nicht oder so. Ja. Und das ist vielleicht, wenn man daran anschließend, weil ich bin auch jemand, machen wir halt mal. Dann werden wir schon sehen, was alles geht und was nicht geht, weil sonst kommen wir auch nicht weiter. Ja. Und ich glaube darüber hinaus auch einfach nochmal dieses Thema, was ich mir wünschen würde, ist, dass man versteht oder dass man auch mal anfängt zu trennen, rein Digitalisierung von dem Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Also ich kann Dinge digitalisieren, dann sind sie vorher analog und jetzt digital. Das ändert aber das ändert nichts an Prozessen, an Lösungen. Es gibt mir auch keinen deutlichen Mehrwert in der Digitalisierung, außer dass ich es dann vielleicht mal mitnehmen kann. Und dieses Verständnis dafür, dass wenn wir den Weg gehen, wir dann auch eine wirkliche digitale Transformation machen und dass das aber ein Prozess ist, in dem wir gewisse Dinge auch aushandeln zwischen Technologie und Prozess, in dem wir uns in der Gesellschaft bewegen oder in dem Fall im Gesundheitswesen, dass nur das Zusammenspiel aus beiden Dingen dann letztendlich auch die Lösung bilden kann, die wir brauchen. Das heißt, die Technologien, die können wir liefern. Das kriegen wir hin. Genau. Aber damit diese Technologien eigentlich den Zweck erfüllen, den sie sollen, nämlich den Prozess wirklich verändern, die Arbeit zu erleichtern, muss man zusammenarbeiten. Und deswegen, das wäre so etwas, diese Offenheit zu wissen, dass es ein Weg ist und dass man den gemeinsam schaffen kann, weil dann ja auch für alle irgendwie das rauskommt, was sie gerne hätten. Schön. Schöne Worte. Fast zum Schluss sind wir ja angekommen, das Zusammenarbeiten. Wir leben das ja schon sehr gut vor, heute und hier, genau. Wir haben uns gefragt, wir machen ja immer so ein bisschen irgendwas Besonderes in der Sendung. Und dann habe ich euch ja gefragt, weil ihr seid ja ein bisschen weiter hergereist, was könntet ihr denn mitbringen aus eurer Stadt, was Typisches? Und dann fiel die Antwort sofort und schnell aus, Alkohol. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann haben wir so gebrainstormt am Telefon oder in unserer Videokonferenz, was gibt es denn Typisches an Alkohol in Berlin, was gibt es Typisches in Würzburg und dann habt ihr heute ja eure Themen mitgebracht. Erzählt mal kurz. Ich habe hier mitgebracht Berliner Luft, das ist so ein Pfefferminzlikör aus der Hauptstadt und
Ja, wird bei uns auch sehr viel und sehr gerne getrunken. Ja, bei euch in der Firma. Ja, auch in der Firma. So morgens zum... Aber nein, also wenn du in Berliner Club gehst, ja. oder da kriegst du das überall. Oder auch am Flughafen, ja. große Regale voll mit Berliner Luft als Souvenir. Ja. Und, ich habe ja 12 Jahre in Berlin gelebt und ich bin bei mir komplett vorbeigegangen. Also bei mir war es so die Absinthzeit, wo das dann so auf einmal diese Absinth lädt. Also Absinth verbinde ich eher mit, ja? Mit Prag, muss ich sagen. Ja, ah nee. Aber, bei mir kam dann in Berlin halt vor 20 Jahren war das ja schon, dann auf einmal diese Absinthläden. Aber das ging dann. Aber das war doch dann zwischenzeitlich sogar verboten und wieder erlaubt jetzt. Genau. Ja. Genau, ja. Ja, schön, toll. Und wir haben uns, glaube ich, geeinigt, dass Conny das jetzt mal probieren darf. Ja, wir haben uns vorher schon abgesprochen, wer probiert was. Ja, also, sehr gut, ich bin sehr gut. Aufgeregt. Ja, und Conny, erzähl doch du mal. Genau. Patricia, danke schön. Da ja, also Würzburg muss man ja jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen. Franken, ich habe hier einen Würzburger Boxbeitel mitgebracht, den man immer schön an der Form erkennt. Dafür auch nur da so hergestellt worden. Ist übrigens auch moderner geworden. Das genau, das ist der, ich wollte gerade sagen, das ist die moderne Version. Ja, stimmt. Die jungen Franken hier. Ja. Ach, cool, ach schön, wobei das hast du voll die Mühe gemacht. Sehr schön, das auch noch. Ich weiß nicht, darfst du jetzt trinken, oder? Oder wer trinkt denn? Ich trinke den, ja, genau. Weil ich habe ja auch dann noch aus dem eigenen Ländle was mitgebracht, genau, das Wassereifinger Bier. Jeder kennt es bei uns in der Region, sehr berühmt, bekannt. Und ich glaube, das hat mal einen Preis gewonnen. Ich will nichts Falsches sagen, Deutschlands bestes Bier. Ich glaube, ein Award. Aber egal, es schmeckt super lecker. Und auch hier ein Mega-Kult. Es gibt Communities schon, die das hypen. Also du darfst das Bier probieren. Ja, vielen Dank. Schön, ich da. Oh, einen guten Silvaner. Oh, gut, lecker. Ja, sehr gut. Ja, dann stehen wir auf, oder? Also jetzt sind wir am Ende angekommen. In der Sendung habe ich noch gar nicht erwähnt. Genau, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich weiterhin auf eine ganz tolle Zusammenarbeit und auf dass wir unsere Themen voranbringen. Wir kämpfen ja eigentlich alle für dasselbe. Ja. Prost. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Ich bin gespannt. Ich auch. Sehr lecker. Ist wirklich gut. Lecker. Ja? Ja, und gar nicht so stark. Ist voll lecker. Ja, wir haben vorhin mal geguckt, gesagt, 18. Man muss keine Zähne mehr putzen. Nee. Das machen die morgens immer schon bei euch im Büro, oder? So nein, so schlimm ist es nicht, Sandra. Wo sind denn eure Büros eigentlich? Wir haben ein Büro in Berlin, im Prenzlauer Berg. Mhm. Aber sonst sind wir ja remote first. Ja, also genau. Wir auch, ja. Leute sitzen überall. Die Leute fragen mich manchmal so, wo wohnt denn, oder wo ist denn der Herr? Und dann so, ich weiß überhaupt nicht, wo die Person lebt. Also, das ist so manchmal krass, so irgendwie. Das Beste ist, eine von unseren Mitarbeiterinnen lebt im Baumhaus. Was? Das ist ja geil. Ah, das ist ja mega genial. Und ich war so, wo bist du? Das geht's ja nicht. Das geht's ja nicht. Ich habe gerade ein Team von zwei Entwicklern, die eine Weltreise machen. Das ist auch so genial, wenn man mit denen dann redet. Mhm. Die kommen nächstes Mal in die Sendung. Zugeschaltet aus Mexiko, glaube ich, aber schau mal. Aber Baumhaus schlecht. Ja, wir sind jetzt in Portugal und ich würde gerne eine Woche Urlaub machen und zwei Wochen arbeiten. Ja. Da sind sie schon viel verändert. Ja, total. So. Wir haben 8 Länder. Also 8 Entwickler sitzen in 8 Ländern. Das ist schon echt, gell? International. Ja, aber funktioniert auch die Größe ja immer gesehen. Ne? Ja. So, ich meine, logisch, genau. Internet, aber früher hat man schon sehr lange sehr lokal gesourced. Und jetzt muss man sich dann plötzlich, also wir stellen jetzt zum ersten. Haben zum 1. Januar einen in Norwegen eingestellt. Jetzt muss ich mich plötzlich beschäftigen mit diesem ganzen Doppelstopp. Und nach Norwegen. Also, ja, und Niederlande. Aber, Niederlande war noch einfacher, weil EU. Aber macht ihr das nicht einfach über Employee of Record? Nee. Nee? Ah, ihr stellt die dann wirklich selber an? Ja, wir stellen die wirklich an. Wir haben, wir haben gesagt, wir machen Employee of Record. Ja, da gibt es einige Angebote mittlerweile. Cool, ja. Und dann, die machen dann alles. Wir überweisen den.